Zurück ins Abenteuer. Ich komme näher. Ich komme näher. Es gibt genau eine Regel, wenn man irgendwo so an so Sachen langläuft, die heißt, nicht nach unten gucken. Und was macht denn, was macht das Spiel hier mit uns? Oder ist sie? Story. Dani. Dani. Ich geh nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr habt sie getötet. Schon gut. Entschuldige. Alles gut. Bist du sicher? Du siehst nicht gut aus. Ich war in ihrem Kopf. Hab ihre Erinnerungen erlebt. Da war ein Ausbruch. Vor 75 Jahren. Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arkans, Black Iron, Europa. Der Hoden schon wieder. Okay. Haben wir Gegner diesmal? Schön. Lauf doch einfach mal an. Oh. Wo ist denn hier diese coole Dani? Weg ist sie. Hilft gar nicht. Ja, warum? Wenn er nicht nerven würde. Da war die Reichweite zu groß.
schon wieder so ein Affe. Scheinbar ein bisschen zu viel. Danny, alles in Ordnung? Das hat mich erwischt, aber ja. Dude, Alter, dies. Nicht, dass man Erinnerungen so übertragen kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist hier das Kopieren von Dateien. Die UJC zwang alle Minenarbeiter, eine frühe Version des Core zu tragen. Wie war das? Komisch. Als wäre ich zwei Personen gleichzeitig. Ich konnte sie wirklich verstehen. Weil ich sie war. Diese Dinger. Das waren... Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geh weiter, wir treffen uns dort. Ich fand jetzt auch tatsächlich, dass wir schon viel zu lange zusammen unterwegs waren. Also das war mir auch gerade schon ein bisschen zu viel. Die alte Klammer total. Auswahl treffen. Schaden vielleicht doch besser als Handschuh. Gut, wir machen das jetzt immer mit dem Schaden-Upgrade. Abgeschlossen. Und dann machen wir die restlichen. Es sind ja bei den Handschuhen auch erstmal wenig Punkte, also wenig Geld, was es kostet. Drucken. Aus Druckfertigung entnehmen. Qualitätsprüfung bestätigt. UJC bedankt sich für ihre Produktivität. So, mal ein paar Upgrades hier. Ein bisschen Kohle verballern. Abgeschlossen. Aber damit das mal vorwärts geht. Ich hoffe, dass das jetzt auch einen Effekt hat. Okay, dafür reißt natürlich nicht. Da brauchen wir jetzt noch 184.
Ist richtig, ne? Ja. $184 Credits, wie auch immer. Was kann man dafür verkaufen? Sprungflintenmoon. Ich tue mich total schwer damit, Sachen zu verkaufen. Okay, so. Also, drücke die mittlere Maustaste, um einen schweren Nahkampfangriff auszuführen. Schweren Nahkampfangriff müssen weiter ausgeholt werden, verursachen aber mehr Schaden, können mehrere Gegner treffen und sie viel weiter zurückschlagen. Okay. Okay. Das ist gut, wenn einer auf einen zuläuft. Für den ersten Schlag oder wenn er sich gerade so irgendwo von der. Hier war ich doch schon. Bäm, Junge! Geht dann nicht. Also nochmal. Nicht die Mama. Jetzt habe ich alles wieder verloren, oder was? Muss ich alles nochmal machen? Wirklich, also diese Speicherpunkte hier, die sind normaler Parameter aktiv. Nice. Aktivierung der Druckfertigung. Qualitätsprüfung bestätigt. Jetzt guck sie nicht so lange an. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Ja, wer ist denn der Administrator? Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Befehl nicht erkannt. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Abgeschlossen. Qualitätsprüfung bestätigt. Gegenstand auswählen. Ich muss die andere Seite erreichen. Die obere Ebene, Jacob. Such die Klinik. So, ohne Gedöns jetzt hier. Die obere Ebene. Such die Klinik. Wow.
verklemmt. JC steht dir zur Seite. Manche bis heute nicht. Warte. Was ist das für eine Gruppe? War die früher nicht da? Nein, damals nicht. Früher war hier ein Minenschacht. Der führte zur Oberfläche. Warum sollten Sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen da durch, um zum Gefängnis zu kommen. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Es begann mit einem Notruf, einer mysteriösen Seuche, die Callisto befiel. Das Symptombild war verblüffend und doch vertraut. Beschleunigter Evolution. Ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet. Und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Testsubjekten. Deshalb wurde Black Iron gebaut. Es war alles eine Art Experiment. Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Dem Ursprung von allem. Dem nächsten Schritt unseres Projekts. Wir Solitarius. Lebensform, freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Callistos durchdrang. Als wir ankamen, war sie schon tot, von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven, die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren.
wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde ins Labor nach Black Island gebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. 5, 2, 1! Du und ich, wir sind noch nicht fertig. Fahr zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Jacob, ich habe die Oberflächenzugangstür gefunden. Ich bin mute, okay. Also, nochmal neu. Erstmal, hallo Miss Pinguin, schön, dass du da bist. Ich hatte mich gemutet, weil bei Story versuche ich immer die Klappe zu halten, damit ihr mitkriegt, worum es geht. Und ich nicht immer dazwischen quatsche. Und das Schöne ist, ich hatte jetzt gerade einen Vorwand, um einfach mal kurz Escape zu drücken, bevor ich jetzt wieder hart aufs Maul kriege. Also, wir schauen mal. Gut. Ich versuche, sie zu öffnen. Gucken, was er so kann. Okay, er haut. Okay. Der hat so krasse Ninja-Moves. Noch einmal. Er ist aber verhältnismäßig nicht so einfach. Also, lieber den Tag nicht vor dem Abend los. Und zack. Was ist jetzt mit. So bist du wohl zu spät. Oh, was ist hier? Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Alles gut. Geh weiter. Und das Teil war leer. Sie wird doch jetzt hier. Geschafft! Dani! Ja. Dani! Infiziert! Hey! Zack! Okay, komm schon! Hoch mit dir! Alles wird gut! Nichts wird gut! So schnell geht bei der. Okay. Wir sind fast da. Also wenn das so schnell Effekt hat, ja, dann glaube ich tatsächlich nicht. Wo
dass sie das irgendwo hin noch schafft. Oh, was ist das? Das sind, da kann man sich einen Burger kaufen. Okay, ist nicht gewollt, dass wir da rumlaufen. Oh, du siehst schlecht aus, Mäuschen. Gehen wir zu dem Burgerautomat. Sieht aus wie ein Burger, oder? Also. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. So, was können wir jetzt? Wie viel haben wir? Immer noch zu wenig. Für alles, was Sie benötigen. Ich brauche krasse Features. Sturmgewehrbauplan. Es läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Warte. Nur nichts aufmachen. Wir laufen nochmal zurück. Was machst du? Das ist die Schuhe. Hier wird infiziert. Ich muss nochmal fahren. Sofort verschwinden. Ja. Gute Idee. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Ja. Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Toll. Kümmere dich doch lieber um die andere Tür. Ich habe einen Bauplan für ein Maschinengewehr. Besser gesagt, für ein Sturmgewehr. Was ist das? Funk! In die Zellen. In den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Okay. Tatsächlich schon wieder eine Folge zu Ende. Wir machen hier ganz kurz einen Cut. Geht sofort weiter, versprochen.